Mein Herz schlägt jetzt nur für Borussia Mönchengladbach. Mit den Menschen mit Behinderungen macht er den Riesenspaß. Da ist immer wieder fantastisch, mit den Leuten mitzufahren. Fanclub Blaue Welle, alles Gute. Ja, ist mein zweites Mal und ich freue mich dafür. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, die Stimmung ist immer perfekt. Das Besondere ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung eine Einheit bilden. Für mich ist es eigentlich ein schönes, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, als Glücksgefühl. Liebe Mitglieder und Freunde des Fanclubs Blaue Welle Heinsberg, ich möchte euch auf unserer Weihnachtsfeier recht herzlich begrüßen. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir hier zwei hoch angerechnete Gäste. Es sind keine geringeren als zwei Profis unseres Lieblingsvereins, der Geburtstag. Für mich ist das sehr überraschend, was hier an Begeisterung für Borussia auf mich zukommt. Ich habe das in dieser Form, muss ich ehrlich sagen, noch nicht erlebt. Das hält mich mehr als jung und ich kann gar nicht mehr anders, als mich von diesem Motivationsdrang anstecken zu lassen. Wir haben in Erkelenz ein Bistro, wo man die Spiele gucken können. Da werden alle Spiele nur von Borussia gezeigt. Da ist auch immer die Stimmung groß. Also wir freuen uns einfach, dass Gladbach gewinnt. Es ist einfach spitze. Man steht im Stadion, guckt mal rund und sieht in die Gesichter und hat jeden Ärger und alle Arbeit vergessen. Schön. Wir haben sogar zum Spiel gewesen, überall fast, alle Spiele. Einmal gehen die Borussen in Dortmund 1-1, haben wir gewonnen, 1-1. Stadion zum Ich bin ungefähr jetzt seit 3 oder 4 Monaten hier bei der Blauen Welle als Fahrer, als Ehrenamtler. Ja, ich fahre also dann zu den Heimspielen mit nach Borussia und betreue und begleite auch die Menschen mit Behinderung. Und es macht mir einen Riesenspaß, muss ich wirklich sagen, mit den Leuten mitzufahren. Die haben immer gute Laune, sind immer gut drauf und ja, da können Sie auch noch mal ein Beispiel annehmen. Die sind immer lebensfroh, die freuen sich, wenn sie uns Fahrer sehen. Wir werden immer sehr herzlich aufgenommen. Und uns gibt das natürlich ein schönes Gefühl, dass halt durch unsere Arbeit es möglich ist, dass sie eben halt zum Stadion kommen oder eben halt wie heute die Weihnachtsfeier hier besuchen können. Für mich, ich finde, die Leute wie ich normal, sie machen etwas in unserer ersten Kala. Also ich freue mich immer, wenn ich kann etwas machen für sie, froh sein.